Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, ihr seht schon wieder schon schrecklich hier aus. Aber ich komme so langsam voran mit meinen ATCs. Ich sehe ein Ende. Ja, ich wollte gestern eine machen. Hab gestempelt. Das hier. Süß, ne? Und dann. Ja. Habe ich nochmal gestempelt. Gott sei Dank ist mir vorm Kolorieren aufgefallen, dass das ja gar nicht passt. Weil ich die eigentlich aufeinander kleben wollte, ne? Also, ihr wisst schon, so halt, ne? Und dann denke ich mir so, naja, der Arm schaut jetzt nach links, sage ich, wenn ich den jetzt auch aufklebe, dann schaut der Arm ja auch nach links, in dem Fall nach rechts, hier von der Seite aus gesehen. Sag ich, das passt ja gar nicht. Ja, also heißt es Stempelspiegeln. Da habe ich dann auch zwei Videos angeguckt. Ich glaube, mehr gar nicht. Habe ich verschiedene Techniken gesehen. Ich habe es mit Folie gesehen. Also mit so einer Folie habe ich das gesehen. Also ne, diese Folien hier habe ich das gesehen. Dann habe ich das mit dem Acrylblock gesehen. Mit der Stempelhilfe habe ich das gesehen. Und mit einem Stamping-Tool von My Favorite Things. Habe ich drei Sachen ausprobiert, bis auf das von My Favorite Things. Ja, das ist die Folie. Nee, das sind die Ergebnisse. Nee, da sind noch ein paar Ergebnisse. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen rumprobiert, das, ne? Also es ist, ja, nee. Dann habe ich gedacht gehabt, naja, komm, ne, also da habe ich dann schlau gemacht, das My Favorite Things Stamping Tool, Spiegel Stamping Tool, keine Ahnung. Kostet 9 Euro, ist jetzt 10 Euro nicht die Welt. Aber es geht vielleicht auch kostengünstiger. Weil so oft will man ja die Stiebel. 1, 2, 3, die Spiegel nicht stempeln. Sondern ich will es jetzt spiegeln. Wenn ich es jetzt bestelle, dann dauert es wieder 2, 3 Tage, bis es da ist. Und nein, ich will jetzt. Gut, habe ich mir überlegt, was hast du daheim? Was kannst du machen? Ich labe euch jetzt zu. Dann habe ich meine Kisten so durchwühlt, meine Bastelkramkisten und so. Und dann bin ich auf meine Silikonmatte gestoßen. Also damit könnte es auch gut funktionieren. Probierst es aus. Mehr wie schief gehen, geht nicht. Die ist übrigens vom Action, das ist eigentlich eine Backmatte. Also die ist in der Backabteilung zu finden. Aber ich habe mir die kurze Hand zerschnitten. Also ich habe sie schon länger zerschnitten, weil ich was anderes auch noch machen wollte. Da kommt vielleicht auch noch ein Video. Genau. Und es funktioniert. Zwar nicht perfekt. Ich brauche noch ein bisschen Übung. Aber es funktioniert. Also, ne? Wo ist es denn? Es funktioniert auf jeden Fall und es ist. Was kostet denn? 1,50 € oder so? Müsste ich jetzt lügen. Es funktioniert. Dann, also eine Silikonmatte. Dann brauchen wir eine Stempelhilfe. Ich nehme von der Silikonmatte, die hat hier eine glänzende Seite und eine matte Seite. Ich nehme die matte Seite, weil die glänzende Seite, da löst sich die Stempelfarbe in so Pigmente auf, also in so Tropfenteile. Ihr wisst schon. Mal gucken. So. Magnete sind eigentlich überflüssig, aber egal. Dann nehmen wir unseren Stempel, den wir spiegeln wollen, legen den einfach da drauf. Position ist ja nicht re richtig relevant. Ziehen den auf unsere Stempelplatte. Und dann einmal mit Stempelfarbe betupfen. Einmal abtupfen, also einmal Abdruck machen. Am besten geht es wirklich mit der Stempelhilfe, weil man muss ja ein bisschen Farbe auftragen auf das, so habe ich ja mal negativ, damit auch genug Farbe ans Papier kommt. Und dann einfaches Papier
Vorsichtig, dass es nicht verrutscht. Mit dem Finger drüber reiben. Vorsichtig abziehen. Und ihr habt euer Negativ. Es erfordert ein bisschen Übung. Also manche Abdrücke werden richtig, richtig gut. Wir machen nochmal eins. Manche Abdrücke werden, ja, schwierig. Aber es ist tatsächlich für mich die einfachste Lösung. Bei der Folie bin ich so oft abgerutscht. Beim Acrylblock bin ich so oft abgerutscht. Bei der Stempelhilfe bin ich so oft abgerutscht. Also es ist echt, ja, schwierig. Und ja, soll jeder schauen, mit was er besser klarkommt. Ich komme am besten mit der Silikonmatte hier klar. Ja, das ist ein bisschen versaut. Ich habe schon gesehen gehabt, dass da ein schwarzer Fleck drin ist. Aber es ist, ja, auf jeden Fall eine gute, gute Alternative. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Stamping-Tool, also was für Ergebnisse das macht, das möchte ich absolut nicht schlecht reden. Aber ich wollte jetzt sofort meine Stempel spiegeln, damit ich die kolorieren kann. Und nicht erst in 2-3 Tagen. Und ich wollte nicht schon wieder Geld ausgeben. Ich weiß, wir Bastler geben sowieso immer Geld aus. Aber ich wollte jetzt halt, ne? Es ist so ein Ding, was ich nicht immer brauche. Versteht ihr? Brauche ich vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Ja, das war's. Na, wie gesagt, ich habe es mit Folie probiert. Man sieht schon beim Aufdrücken, also ist auch mit Stempelhilfe gemacht. Es verwischt sofort eigentlich. Ne, sobald ich schon drauf stempel, verwischt es eigentlich schon. Und dann, wenn ich mein Papier drauf lege, klar, das ist eine glatte Fläche. Und dann, ne, es rutscht. Ja, seht ihr schon. Gehen immer noch ein paar bisschen Farbe ab. Aber ist egal. Ja. Das dazu. Also ich finde es eine geniale, günstige Lösung auf jeden Fall. Und ja, das war es auch schon wieder. Ich werde jetzt ja meine Stempelabdrücke kolorieren, dass ich meine ATC fertig machen kann. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund.